Was gibt's? Das wollte ich dich gerade fragen. Ja, was gibt's, wenn wir die Flex in der Hand haben und den räudigen Tisch mit der Casting Couch? Natürlich und neuerdings auch ja. Ein Weihnachtsbaum. Denn wir haben es noch ein bisschen mehr als 10 Tage. Dann kommt das Christkind. Und wir sind wieder im Bunker. Wir dachten uns, ein vorweihnachtliches Training muss heute auf jeden Fall geballert werden. Es ist Montag. Und sobald die Kamera an ist, fangen wieder alle an rumzuschreien in alter Manier. So kann es nur im Bunker sein. Wir haben einen Booster am Start. So wie es sein soll. Kennt man doch so. Ganz klassisch. Ich bin aber nicht in der Vorbereitung, sonst würde ich jetzt den Rauch hier reinlassen. Auf ganz klare Nummer. Was wir aber auch wieder am Start haben, nein, ist das Trainingsbuch. Denn ich habe es auf Insta schon angekündigt. Ich arbeite jetzt mit Brad und Martin zusammen, was das Training angeht. Also wie nicht jedem Clickbait glauben, der schreibt, Urs hat einen neuen Coach. Kleiner Front an der Stelle. Nee, mit Stefan bin ich immer noch ein festes Team, aber mit Brad und Martin mache ich das Training, da ich den Trainingsstyle, wie ihr es auch in den Videos in den USA gesehen habt, extrem feier. Und ihr werdet heute sehen, wie der Rückentag 1 aussieht. Das sind alles auf jeden Fall ziemlich üble Trainingseinheiten, von denen ich mich auch immer ordentlich regenerieren muss, aber mit mehr Kalorien im System und vor allem auch mit dem richtigen Pre-Workout, wo ich gerade auch, wo kein Scoop drin ist. Also das soll uns ja nicht hindern. Praise the Lord, dass ich hier halt nicht vom Hocker falle, aber ich mache das, weil mir sind auch so viele Klumpen. Ich mache das mal einfach nach Augenmaß. Werden jetzt so 500 Milligramm Koffein gewesen sein. Aber gehört das auch zum neuen Trainingsplan? Ja, weiß nicht, finden wir es heute raus. Müssen uns rantasten. Aber heute ist der No One Can Stop You. Der gute alte Crank am Start. Ich habe daheim zwar noch 4 Dosen vom Crank Olympia, aber die Vorbereitung kommt. Und Dosen gibt es keine mehr und deswegen spare ich mir die lieber ein bisschen auf. Und jetzt kann man auch mal auf den anderen Crank oder auch nur den Crank Pump zurückgreifen. Aber ihr wisst, was ich verbessern will, Rücken und Arme. Darauf ist der Plan auch ausgelegt und von dem her, Prost. Und von dem her will ich, dass die Rückeneinheiten auch immer richtig reinknattern. 2 Stück habe ich davon die Woche, nach jedem Restday ein. Restday habe ich sonntags, wie gestern. Wir starten die Woche mit einem Rückentraining. Und nach dem 2. Restday am Donnerstag, also nach 3 Trainingstagen, gibt es auch nochmal ein Rückentraining. Das Ganze hat auf jeden Fall schon die letzten 2 Wochen gut funktioniert. Heute ist es aber tatsächlich Premiere, dass ich den Rückentag 1 mache. Und bisher waren wir montags die letzten Wochen. Hey, hallo. Soll ich nicht gucken? Soll das? Doch. Aber erst später. Also ich will ja mal was sagen. Sehr schön und gut, dass du dein Training umstellst. Aber solange ich nicht nachher den ultimativen Rückenpump sehe, glaube ich nicht, dass es effizienter ist. Dann müssen wir erst mal gucken, dass wir den Rücken gut aufblasen. Aber bis jetzt, jede Einheit, die ich gemacht habe, war der Pump schon knusprig. Und gestern Abend gab es bei Pipasso noch ein paar Nudeln zum Snacken. Also ich glaube, das Cheat Meal sollte im Latt dann auch ankommen. Ah, der wahre Star des Videos ist da. Alicia, mir fragte mein bärtiger Vater. Was glaubst du, wer sich jetzt auf Weihnachten vorbereitet? Wer den Weihnachtsmann zu Hause macht? Was macht ihr eigentlich? Der Bauch wächst und der Bart auch, also von dem her. Und dann besinnlich? Dann besinnliche Weihnacht, ja. Ich weiß nicht, gibt es den Braten? Herr Kalitschinski ist auf Prep. Also gibt es 3x Tupperdose, Reis Speziale. 3x Tupperdose, vielleicht mit einem bisschen Weihnachtsgewürz drüber. Zimt.
Ja. Mit einem extra Zinnteppich. Junge, kommst du überhaupt klar mit der Helligkeit hier drin? Kommst du damit denn klar? Ja, ich habe so eine bessere Mind-Muscle-Connection. Ehrlich? Wenn es dunkel ist, dann kannst du deinen Muskel besser ansteuern. Deswegen, Licht aus, Muskel an. Jetzt haben wir hier die noch geführten Klimmzüge. Ich habe das Ziel, das irgendwann mal allein zu schaffen, aber aktuell arbeite ich vom Körpergewicht eher dagegen. Ich habe dich letztens herausgefordert zu einem Klimmzug-Battle. Ja. Du meintest, du machst 18, 19 ja, Stück. Ja, im Untergriff. Das ist ja jetzt keine, das ist ja eine Fake-Klimmzüge. Ja, die mache ich auch. Aber hier machen wir die Breiten, die ekligen. Und vor allem auf gute Kontraktion und nicht auf Schnelligkeit, sondern hier wollen wir schön den Rücken aktivieren. Und eigentlich gibt es keinen Athleten, der einen fetten Rücken hat oder beziehungsweise Klimmzüge kann, mit sogar Zusatzgewicht und so, und keinen fetten Rücken hat. Also da ist was Wahres dran. Und den Tipp hat mir auch schon kein geringerer als Flex Wheeler gegeben. Deswegen steigen wir ein am Rückentag 1 mit Klimmzügen, 4 Sätze, und am zweiten Rückentag beenden wir das Training mit Klimmzügen. Und hier reduzieren wir die Hilfe mit jedem Satz. Ist der erste noch ein bisschen leichter, das habt ihr gesehen. Das waren sogar fast 20 Reps oder so. Und dann feiern wir die Lats hoch. Also schon ziemlich knackig. Und der ein oder andere denkt jetzt, heavy 4 Sätze, macht jetzt Volumentraining. Für mich, ich habe beschlossen, Statement, es gibt für mich diese Hit-Volumen-Scheiß-Thematik, die gibt es nicht mehr. Es gibt keine Entweder-Oder oder Push-Pull-Legs oder 5er-Split. Es gibt für mich individuell angepasstes Training mit so viel Volumen, wie man regenerieren kann, mit einfach jedes Mal voller Rotze Intensität. Punkt. Das ist das, was mich voranbringt, und das ist das, was schon immer funktioniert hat. Deswegen 4 Sätze. Und ganz ehrlich, jeder, der schon ein bisschen länger trainiert, der weiß ganz genau, hey, das war jetzt ein Satz, der mich völlig auseinandergenommen hat. Und das war jetzt eher ein Satz, okay, ich kann noch mal einen machen, und ihr macht das so lange, bis ihr nicht mehr könnt. Wie ein nasser Sack. Und der reinste. Zwei Haken. So wie ein WhatsApp, wenn Alice mir schreibt und nur einen Haken sieht, dann ist Terror angesagt. Oder dieses mit Blau gab es auch mal, wenn du gelesen hast. Oh ja, yeah. Habe ich irgendwann ausgestellt. Habe ich auch. Deine Gründe. Wenn du gelesen hast und da kam nichts, ist entweder der Hausschuh von Mama geflogen oder die Nackenklatsche von Lalice. Hier versuche ich auch die Pausenzeiten geringer zu halten. Also, ja. Ne, nochmal. Hier die Klimmzüge aktivieren den Lat auf jeden Fall schon brutal. Hier aber auch wichtig, ich versuche die Pausenzeiten ein bisschen geringer zu halten. Ihr seht ja, hier kann man, also ich gehe mal ins Versagen, bis keine saubere Wiederholung mehr geht. Aber es ist nochmal ein bisschen anderes Muskelversagen, finde ich, bei Klimmzügen. Deswegen ist die Übung am Anfang und am Ende geil, um halt eher so auszupumpen oder halt den Lat oder Rücken halt richtig zu aktivieren. Auch schon einen guten Grundpump drin, wenn wir gleich jetzt noch die richtigen Hauptübungen machen, dass man da auch gut reintrifft. Next one, hier haben wir Lat ziehen, aber ich werde es nicht, also ursprünglich war das mit dem Griff hier,
geplant. Aber da Stefan mehr den Terriss haben will, das wisst ihr ja, die Videos verfolgen jetzt auch von der Olympia Prep. Sprich, wir werden im Übergriff, ähnlich wie die Klimmzüge, zwei Sätze machen und dann werden wir im Untergriff noch welche machen. Das habe ich jetzt selbst für mich entschieden, weil wie gesagt, der Latt, der ist schon gut aufgegangen. Klar, muss auch noch mehr aufgehen, aber den Fokus da ein bisschen zu verschieben, ist wichtig. Aber was für euch daheim wichtig ist, der Rücken hat wie gesagt viele Muskeln. Versucht die alle abzuarbeiten, sprich zieht einmal von oben, zieht von vorne, hebt was von unten, habt ihr unteren Rücken, Lat, Rückentiefe und vielleicht dann nochmal was, wo ihr eher mit den Ellbogen abgespreizt arbeitet. Also mit den vier Übungen dann im Endeffekt habt ihr alles drin. Dann kann man noch sowas einbauen wie Überzüge, die den Lat dann aufdehnen, machen wir auch. Also von dem her dadurch viel verschiedene Winkel abarbeiten. Ist das so einer der Wege, wie du diese Muscle Maturity auch reinbekommst? Dass du wirklich so alle Bereiche, alle Seiten irgendwie? Ja, also das zum einen und dann natürlich mit der Zeit auch. Ja. Also vor allem, du lernst dann, die meisten können das wahrscheinlich gerade voll nachvollziehen, was ich sag. Jedes Jahr, wo du trainierst, deine Muskeln besser anzusteuern. Und wenn du dann irgendwann, klar, 100 Kilo ziehen, kann grundsätzlich dann erstmal jeder, aber dann, wenn du 100 Kilo 100% aus dem Muskel ziehst und halt nicht wie das Jahr davor 50% aus dem Bizeps und 50% auf dem Rücken, sondern irgendwann schaffst du halt wirklich 100%ige Isolation für den Muskel zu machen oder zu erreichen, dann ist halt wirklich nochmal geisteskranke Verbesserung möglich. Und ich merke das auch, dann sieht man auch im Arm- und im Rückenbereich, was da die letzten zwei Jahre ging. Ja, das war absolut krank und deswegen bin ich da echt happy drüber. Hier ist witzig die Technik, wenn ihr es daheim nachmachen wollt, müsst ihr euch einfach so vorstellen wie so der übelste Disco-Ego-Pumper McFit. So musst du das einfach ausführen, so dieses klassische, ich ziehe viel zu viel wie ich kann und rupf dann das Gewicht so. So geht es dann tatsächlich auf den Terrace, deswegen sieht man die Bodybuilder, die es immer schwer und falsch machen, haben obenrum so einen Rücken und unten fehlt es dann halt. Was jetzt per se nicht schlecht ist, aber man muss ja auch das treffen, was man treffen will. Und deswegen ist das ganz cool, diese Eselsbrücke zu haben. Ihr seht, ich wärme mich gut auf. Mache hier auch noch mal 2 bis 3 Aufwärmsätze. Oder aufwärmen nicht mehr. Reinkommensätze so. Ordentlich aufgewärmt und den Latt zum Brennen haben wir mit den Klimmzügen gebracht. Jetzt arbeiten wir uns hoch zum Arbeitsgewicht. Und sonst, bis auf jetzt so Geschichten wie hier am Anfang oder am Ende mit diesen 4 Sätzen, mache ich sonst eigentlich alles immer im Top- und Back-off-Prinzip. Hab da einfach noch mehr Fokus vom Kopf her. Ich weiß, ey, die 2 Sätze müssen ballern, die müssen sitzen und dann ist auch gut. Und eigentlich jedes Mal ist der 2. Satz mit irgendeiner Intensitätstechnik gepaart. Sei es jetzt einem Drop-Satz, einem Cluster-Set, einem Restpausesatz. Aber das werde ich euch dann
in den folgenden Videos und so noch näher bringen, was da abgeht. Aber es ist richtig geil, macht richtig Bock und vor allem, man trifft den Muskel auf andere Arten, nicht nur über das schwere Gewicht, zum einen im Topsatz, sondern im Backoff dann auch, wo das Gewicht sehr reduziert ist oder deutlich reduzierter als im Topsatz, dann auch durch diese vielen Wiederholungen. Ist auch das erste Mal, wo ich auch mal so Sachen wie 20 oder 50er Sätze drin habe. Also das ist schon nochmal eine neue Erfahrung, aber bockt sich extrem. Zu wenig, Junge! Dann steck mal rein da. Steck auf das Brot. Dadurch, dass es auch das erste Rücken 1 Training sozusagen ist, habe ich auch noch keine Gewichte getrackt und muss mich jetzt erstmal rantasten, wo ich mich da bewege, um dann halt nächste Woche eben mit dem Logbuch vernünftig arbeiten zu können und dann halt eben so versuchen, jede Woche mehr Wiederholungen zu machen mit der gleichen Ausführung oder dann das Gewicht zu erhöhen. Und das macht gerade so in der Phase, wo ich mich jetzt befinde, macht das schon ziemlich Bock, weil du jetzt nicht genau diesen einen Wettkampf wie in der Vorbereitung vor Augen hast, den Tag X, sondern hast dann halt eine Ablenkung, die dich trotzdem nicht ins Loch fallen lässt, sondern mit der Motivation oben hält. Deswegen schafft euch da auch ein Logbuch zu und dann könnt ihr da Gas geben. Jetzt gucken wir mal. Gerade so eine eklige Scheiße, die Jungs mir aufgeschrieben haben. Ich glaube manchmal, die wollten das einfach nur machen, um mich zu ärgern. Aber so Geschichten wie so ein 3-Sekunden-Hold und so. Mit sowas habe ich ja so isometrischen oder so haltenden Sachen, langsame Negativen. Mit sowas habe ich immer nie wirklich gearbeitet. Klar habe ich immer geguckt, die Negative langsam zu machen, solltet ihr auch machen. Kleine Eselsbrücke, das Wort Käsekuchen. Grüße an meinen ersten Trainer Paul. Der hat mir das immer gesagt. Sprich, du ziehst, dann machst du Käsekuchen, dann ziehst du wieder. Das ist deswegen so wichtig, weil den größten Reiz setzt ihr in der Negativphase. Deswegen hört auf, die Gewichte da schnell und dumm rumzubolzen. Es gibt Übungen,
Da sollte man mit ein bisschen Schwung arbeiten, Kurzhantel rudern oder so. Aber guckt immer, dass ihr die Negative auch aus dem Muskel macht, weil das ist Key und das ist auf jeden Fall das, was euch dann langfristig definitiv mehr bringt und auch mehr Wachstum generiert. Hat schon Dorian Yates gesagt, hat er mir auch selbst gesagt, hat mich damals von 180 Kilo Langhantelrudern auf, lass mich nicht lügen, 2 Plates, also von 4 Scheiben auf 2 Scheiben, hat er mich runtergebracht und gesagt, Junge, machst du Powerlifting oder willst du einen fetten Rücken? Und seitdem habe ich mir das voll und ganz zu Herzen genommen. Jetzt mache ich hier im Untergriff weiter. Einfach, um nochmal den Latt zu treffen, unteren Lattansatz. Da habe ich auch die Schnauze voll von oben nach unten ziehen. Das waren dann kurz mal 8 Sätze. Was einfach funktioniert im Aufbau. Nudeln mit Hack. Gestern. Warte mal, wie kommst du auf diesen Gedanken? Hast du gerade Hunger auf dieses Gericht? Nee, weil ich habe jetzt schon einen übelsten Rückenpump und denke mir, gut, die Nudeln mit ordentlich Salz und ordentlich Hack von gestern Abend, die haben gewirkt. Deswegen, wenn Jungs und Mädels da draußen fragen, was funktioniert, sage ich immer Nudeln mit Hack, Junge. Rein damit ins System. Gerade im Aufbau, wenn du nicht schaffst zuzunehmen. Das hat sogar Mama Kalicinski schon immer gesagt. Und dann die 3 Kilo Nudeln, 2,5 Kilo Bolognese Soße auf den Tisch geprügelt. Schon einen Drop hinterher. Auf geht's. Beißen, los! Und weiter. Komm jetzt! Oh, lecco mio. Das ist schon der. Das wird der Christmas Tree heute.
Du brauchst gar kein Zuhause. Wird auch schon 10 Tage vor Weihnachten aufgestellt. Wir haben sie wieder. Boah, wie lange habe ich die jetzt nicht mehr gemacht? Ich glaube auf dem letzten Video tatsächlich, das letzte Mal. Ja, dann vor Olympia oder was? Ja, aber weit vor Olympia. Also 4 Wochen vorher waren wir da drüben. Du warst nach Prag nicht hier und hast diese Übung gemacht? Nee. Das ist ja dann wie eine alte Liebe, die wieder aufblüht. Ja, ja, gerade fühle ich mich auch so. Das ist, war heute sind 2 Übungen. Also die SLDLs, also die, das gestreckte Kreuzheben, Straight Leg Deadlift. Die habe ich zwar in den USA gemacht, aber dann, also 2 Wochen vor Olympia nicht. Dann war ja Texas die Woche nicht, Prag die Woche nicht. Also 5 Wochen nicht gestrecktes Kreuzheben und jetzt 6 Wochen diese Row hier nicht. Deswegen müssen wir uns hier erstmal wieder rantasten an das Baby. Aber sie fühlt sich immer noch an wie beim ersten Mal. Okay. 6 Wochen nicht gemacht, aber Topsatz wird jetzt full stack geballert. Sollte eine gute Grundlage sein für zum Auslegen. Weil Phase jetzt nutze ich tatsächlich auch ganz gern, um so die Technikpolizei in mir selbst wieder vorzubringen. Weil oft jagt man dann dem Trainingsgewicht in der Vorbereitung hinterher und denkt sich, komm, ich muss unbedingt, ich darf nicht Einbußen haben im Trainingsgewicht. Und leidet dann manchmal so ein bisschen die Technik. Also da wurde ich ja schon mal der Rasenmäher ausgepackt. Und deswegen ja, justiere ich gerade so nach und versuche wirklich das zu perfektionieren. Also Ego habe ich heute schon oben an der Bunkereingangstüre gelassen, weil das ist mir gerade viel, viel wichtiger. Und wenn ich dann wieder die Technik in jeder Übung perfektioniert habe, dann werde ich mich von da aus wieder hocharbeiten. Also. Aber auch hier weiterhin Pause zwischen links und rechts? Ja, in der Offseason oder im Aufbau. Fast sogar noch wichtiger, meiner Meinung nach. Wobei, beides gleich wichtig. Warum Off-Season so wichtig? Erzähl mal, ich hätte gedacht, eher in der Diät ist es wichtiger. Ja, aber meistens hast du durch weniger Körpergewicht, was du mit dir rumschleppst, in der Diät auch eine schnellere, also kommst du wieder schneller zur Luft, wie man jetzt auch merkt. Mhm. Und ja, dadurch hast du... Guck, schon wieder angepisst. Dadurch bist du einfach länger außer Atem. Ist auch immer so, wenn ich mit Schwergewichtsbodybuildern trainiere. Die brauchen manchmal doppelt so lange. Das haben wir ja bei Mike gesehen. Ja. Aber der Dropsatz eigentlich nicht ausführbar. Ja, da, genau, da musst du dann abbrechen und je mehr Körpergewicht du hast, desto anstrengender das Ganze natürlich. Deswegen im Aufbau definitiv wichtig. Und da. Ey, mach das Fenster zu, Alter. Ich fass es ja nicht. Geisteskrank. Wie kannst du trainieren, das Fenster aufmachen? Kannst du gleich nachfragen nach einem Bandscheibenvorfall. Okay, komm. Oh.
Komm jetzt. Abgefuckte Tower am liebsten. Es sind immer besser als die neuen. So zwei Reinkommensätze und dann ein Arbeitssatz. Einer steht auf dem Plan, aber ja, ich hinterfrage da nichts, beziehungsweise bis jetzt hat jede Session so gescheppert, dass da schon irgendein Sinn dahinter steckt. Deswegen ist immer so das eine, die Theorie und dann die Praxis. Weil, als ich den Dorian Yates Trainingsplan, ich weiß noch, zum allerersten Mal gesehen habe früher, da stand so ein Satz Beinstrecker, zwei Sätze Hackenschmidt, zwei Sätze Beinpresse und das war's. Dann dachte ich, ah Digga, ist safe verarscht, also der blufft nur. Aber wenn du weißt, wie dieser Einsatzbeinstrecker aussieht. Junge, Junge. Da fragst du nicht mal mehr, können wir noch einen machen. Ist halt immer diese Ansichtssache. Weil da oben hängt doch ein Cutler. Denn als ich da den Plan gesehen habe, dachte ich mir so, Alter, das ist doch jetzt, ist nicht sein Ernst. Der macht irgendwie 30 Sätze Rücken. Und 20 Sätze Quadrizeps, aber da habe ich selber mit Jay trainiert und dann war mir klar, okay, wenn du mit der Intensität trainierst, dann kannst du so viel machen. Das muss man immer verstehen. Und der sagt ja auch selber, der ist nie bis zum absoluten Limit gegangen, sondern hat immer noch so 2-3 Wiederholungen im Tank gelassen und dann kannst du es wieder so in die Richtung steuern. Deswegen, wie ich schon am Anfang gesagt habe bei den Klimmzügen, für mich ist das alles, diese Lagerbildung, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das hat mich damals bei Neddy oder Enhanced schon immer abgefuckt. Wir sind alles Bodybuilder, eine große Community und es gibt nur ein Training und das ist hartes Training. Und das ist das, was am Ende auch den X-Faktor ausmacht und nicht wie genau, weil wir können ja hier, haben wir es schön, alle
alle Mr. Olympia-Teilnehmer. Nehmen wir einfach nur, das ist ein typisches, bestes Beispiel. Nehmen wir Dorian ganz links, Ronnie und Jay. Dorian hat anders trainiert, Ronnie hat anders trainiert und Jay hat anders trainiert. Alle drei haben Olympia gewonnen. Also von dem her, macht das, worauf ihr Bock habt und macht das, worauf ihr Bock habt, mit Herz. Punkt. Eingeschätzt davon gewiss. Neun plus. Plus heißt immer, dass es sauber war. Wenn Minus dahinter steht, weiß ich, hey, ich habe zwar neun gepackt, aber eigentlich nicht. Das ist schön gecheatet. Sauber 9 plus. Also das war. Das ist jetzt die, quasi die Vorbereitung, Hausaufgaben für den Stefan-Besuch. Für die 1 mit Sternchen. Müssen wir mal gucken, wie der Rücken aussieht jetzt. Kommt schon böse, Alter. Voll. Mhm. Funktioniert. Fußposition, habe ich gerade schon dem Homie gesagt, nicht hier unten, sonst tendiert man dazu, mit der Brust vom Polster wegzugehen. Und was man will, wenn man den oberen Rücken treffen will, ist Brustunterstützung da lassen. Und die Brust daran kleben. Und dann können wir hier kommen wir auf die eine der goldenen Gym-Regeln zu sprechen. Wenn keine 20er da ist, dann nimmst du halt die 25er. Diese Regel ist im legendären Training mit Joan Pradel entstanden, ja. Wo es um die Kurzhanteln ging. Wenn keine 5er da ist, nimmst du halt eine 10er. Wenn keine 10er da ist, nimmst du eine 20er. Und so geht das Spiel weiter. Aber hier auch wieder ewig nicht gemacht. Deswegen erst mal gucken, ran ans Gerät. Und hier stehen, glaube ich, Topset mit 8 bis 10 Reps auf dem Plan. Ja. Also in dem Bereich müssen wir sein. Natürlich immer bis ans Muskelversagen. Deswegen schauen wir mal. Vorletzte Rückenübung. Deswegen. Sind tatsächlich mit dem Volumen pro Session
so ein bisschen zurückgegangen. Also das habe ich normal gemacht, so 16 bis 20 Sätze habe ich immer gemacht. Gut, wir haben jetzt auch 2 Rückeneinheiten die Woche und heute habe ich 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15 Sätze. 15 aktive Sätze Rücken. Das sind ein bisschen weniger, aber reicht definitiv aus. Puh. Junge, Junge, Junge. Geht gut drin, würde der Berliner jetzt sagen. Na los. Letzter Satz, komm. Das Gewicht dann so auseinandernehmen. Unfassbar geil, sag ich euch. Man ist als Bodybuilding oft so festgefahren. Als Angst, so bloß nicht was anderes probieren. Aber ich sag's euch, manchmal wirkt es richtig gut. Ja. Jetzt, wo der obere Rücken auch noch auf Pump ist, ist der Pump echt eine 9 von 10 heute. Und wenn ich mal eine 9 gebe, was Pump angeht, schon krank. Und das Ganze schließen wir jetzt ab mit gestreckten Kreuzheben. Brett und Martin, ihr Wichser. Ist eigentlich auch mega schlau. Aber wenn man es am Anfang macht, klar, man hat mehr Power, man kann mehr Gewicht wegrupfen. Aber jetzt ist der ganze Rücken schon so aufgepumpt. Wenn du jetzt ziehst, dann kannst du so geil in den Rücken reinziehen und nochmal den ganzen Rücken so anspannen. Plus dein unterer Rücken, der jetzt, wenn man richtige Pumps kriegt, nicht wie in der Diät oder gegen Ende der Diät, wo der Pump eher so stetig ist und nicht so richtig schmerzhaft, läuft dein unterer Rücken nicht zu. Weil ich garantiere euch, hätte ich das am Anfang gemacht, bin ich danach so, als hätte mir jemand einen Besen in den Allerwertesten geschoben und hätte mich dann auch nicht mehr richtig konzentrieren können bei den anderen Übungen, weil dauernd so dieser untere Rücken zu gewesen wäre. Auch erstmal hocharbeiten, auch erstmal reinkommen. Wie gesagt, 5 Wochen die Übung nicht gemacht. Da muss man jetzt erstmal schauen, einen Setpoint suchen. Hey, da fühlt es sich gut an. Heute wahrscheinlich noch nicht komplett ausreizen, das Ding. Aber ja, wieder reinkommen in die Übung, dass wir da die nächsten Wochen wieder bis zu Arnold richtig Druck dahinter bringen können. Passend dazu auch heute mit dem Ego ganz oben unterwegs. Heute die pinken Dünnen am Start.
cool. Das ist ja richtige Powerlifter-Vibes hier mit dem Gerät. Ich wollte gerade sagen, ja, Neuanschaffung macht einen Job. Auch dem schlauen Fuchs ist es aufgefallen. Ich mache das Ganze hier ohne Gürtel. Ich bin einfach fest davon überzeugt, ich könnte vielleicht ein bisschen mehr Last heben mit mehr Unterstützung hier. Aber ich glaube, gerade diese Bauchkontrolle und diese, also jetzt beim Olympia war meine Taille nochmal deutlich schmaler als das Vorjahr. Zum einen, klar, der Latt und die Beine, wenn die wachsen und die Schultern, sieht die Mitte kleiner aus. Aber weil ich auch ganz penibel an der Bauchkontrolle gearbeitet habe und sehe, also eigentlich alle Grundübungen bis auf Kniebeuge oder Frontkniebeuge ohne Gürtel gemacht habe. Einfach wegen dieser Pressatmungsgeschichte. Ich glaube, wenn du die ganze Zeit den Wanz hängen lässt und gegen den Gürtel oder dich auf den Gürtel verlässt, dann drückst du gegen den Gurt und trainierst so mit deine seitlichen Bauchmuskeln auch und dann wächst das Ganze halt über die Zeit. Deswegen, seit ich das so mache, habe ich auch deutlich stabileren Rumpf, was halt dafür sorgt, dass du, ja, das ist wie so ein natürliches Korsett, deine Mitte zusammenhält. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber es hilft mir auf jeden Fall sehr. Deswegen. Ich habe jetzt tatsächlich den ersten Satz schon gemacht. Normal hätte ich jetzt im Plan Topsatz, Backoffsatz. Ich werde jetzt hier aber heute zweimal mit demselben Gewicht arbeiten, weil ich gewichtstechnisch einfach, wie vorher schon gesagt, noch nicht ausgereizt habe. Einfach weil ich die Übung lange nicht gemacht habe, da wieder reinkommen will. Und dann ab nächste Woche werde ich, denke ich, so auf 4 Platten hochgehen im ersten. Und im zweiten dann 3. Oder ja, gucken, wie sich das entwickelt, bis ich wieder bei meinen 5 Platten angekommen bin. Das ist auf jeden Fall das Ziel, was ich mir gesetzt habe. Aber ja, ansonsten läuft es gut. Es kommt auch gut an, jetzt in den vollen Rücken. Eine Platte heißt immer 20 Kilo. Ja, ich schreibe dann irgendwann nur noch auf 4 PPS, Plates per Side. Bei den Amis ja auch ganz normal, ja. Platten zu sagen, weil da heißt es ja immer irgendwie 45 LBS, ne? Immer 3 and a quarter. Mhm. Oder I go for 5. Dann denkst du dir, hey, was? Letzte Übung für heute. Aber keine unwichtige. Shrugs, beziehungsweise vorgebeugte Shrugs für den unteren, mittleren Trapez. Hinten. Für so eine schöne Kapuze. Wenn du dich umdrehst auf der Bühne und... Also ja, das, was Nexilla den ganzen Tag macht. Ungefähr, ja. Ich habe heute eine geile Reaction zu ihm aufgenommen. Checkt's ab auf dem Alice Ehrenfrau-Kanal. Komm mal kurz 2 Sätze zu dem raus. Cool oder nicht cool? Total cool. Oder? Ja. Ich habe auch schon einen Dreh mit ihm geplant. Beine werden wir nicht zusammen trainieren, denn davon haben wir beide mehr als genug. Aber vielleicht so ein bisschen Nacken mit den Pumpen. Müssen wir mal gucken, aber... Aber sag mal, ist das Genetik oder hat der wirklich einfach viel zu viel Nacken trainiert? Woran liegt das? Dass nee, er trainiert ja erst seit 2017 oder 2019. Ja. Das ist völlig geisteskrank. Das ist Genetik. Brust und Rücken trainiert er erst seit der FIBO. Warte mal, seit welcher FIBO? Seit dieser FIBO, ja. Er ist völlig krank. Also, ich bin gespannt, was abgeht. Er ist jetzt zwar nicht der Schönste, auch eher ein Freak. Aber, ja. War schon sehr, sehr impressive in Prag, den live zu sehen. Nochmal irgendwie krasser als auf Videos. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht um meinen Nacken. Machen wir 2 Sätze davon. Schön heavy und ordentlich rein. Der Nacken ist auch schon ein bisschen gekommen. Ich mag das, wenn man so im Shirt ist.
Dann sieht man da so einen Hügel. Was sagt eigentlich dein Puls? Der war doch immer so... Ja, jetzt mit steigendem Gewicht steigt der auch ein bisschen tatsächlich. Dann bin ich ja beruhigt. Also wir haben ja... Ich dachte schon, du bist ein Alien. Nee, ein Echsenmensch. Ein Reptiloid. Zu dem werde ich wieder in der Prep. Jetzt werde ich so hart wie der Reptiloid und so der Herzschlag auch. Aber ich mache mir hier immer nach dem Training noch Notizen, wie es lief und so. Ich schreibe mir auf, 16. Gut, wir haben 2 Stunden gebraucht. 120 Minuten mitten im Dreh, ja, so zwischen 90 und 120 Minuten geht so eine Rückensession circa, deswegen mit dem Dreh jetzt klar ein bisschen Puffer noch mit einplanen. Feedback ist da, Pump, gute Session, Konzentration top und was mir sonst noch so durch den Kopf geht, aber das können wir abhaken hier. Daily auch nach dem Training. Ich habe morgens 2 Portionen drin und nach dem Training 1. Das sind 2 Scoops plus kleiner Sonderzuschlag. Ist geil, weil alles, was hier drin ist, ist auch perfekt für nach dem Training. Kollagen ist drin, wir haben Glutamin drin, wir haben Kreatin drin und Leucin. Leucin für direkte Protein-Biosynthese, Muskelversorgung. Wir haben Kreatin drin für den ATP-Speicher, den Energiespeicher im Körper. Wir haben Glutamin drin für die Kohlenhydrate, die es gleich daheim gibt, dass die besser aufgenommen werden. Und Kollagen, natürlich für die passiven Strukturen. Heute haben wir mal Apple Cranberry ausgepackt, denn es wird weihnachtlich. Ich muss sagen, bei mir die Top ist Sour Power. Dann kommt erstmal lang nichts. Dann kommt der Ding, Himbeere. Schmeckt so ein bisschen wie der polnische Sirup von meiner Oma. Dann kommt der und dann kommt der Kokos. Aber ich bin gerade dabei, dass wir den Pineapple Coconut überarbeiten. Und dann ist der, glaube ich, auch ziemlich weit vorne bei mir. Aber scoopen wir uns rein hier. Guten Shit. Wie gesagt, kleiner Sonderzuschlag muss sein. Ganze, wie gesagt, zu erwerben bei ESN. Code Falaco. Und dann seid ihr safe. Ich hoffe, die Session hat euch gefallen. Wieder im guten alten Bunker, gibt wieder die Bunker-Vibes und die Tipps und das aktuelle neue Rückentraining. Haben euch auch gefallen, könnt ihr auf jeden Fall was mitnehmen, hoffentlich. Und bei euch ins Programm mit einpacken, dass auch euer Rücken daheim wächst und der Weihnachtsbaum schon einige Wochen vor Weihnachten ausgefahren wird. Also in diesem Sinne, Polakos raus, wir sehen uns nächstes Mal. Adios amigos.